Eine Freundin bat mich lieb um Hilfe. Sie heißt Claudia und ist die Freundin meines großen Bruders. Ich nenne ihn liebevoll Teddybär. Das liegt an seiner gemütlichen Art. Mit Claudia habe ich mich von Anfang an gut verstanden, auch wenn sie hin und wieder einmal etwas anstrengend sein kann. Aber ihr Sonnenscheingesicht und ihre positive, unbeschwerte Art, dem Leben zu begegnen, fasziniert mich bis heute. Sie zieht jetzt endgültig zu Frank, meinem Teddybären. Auch wenn sie weder verlobt noch verheiratet sind, leben sie doch schon über 10 Jahre als Pärchen zusammen. Das Poltern der Straßenbahn Nummer 16 kündigt ihr Ankommen schon von weitem an. Ich stehe am Gleis gemeinsam mit Rolf, so nenne ich meinen zweirädrigen Freund, einem Hacken-Porsche mit viel Volumen zum Einpacken. Vorschriftsmäßig setze ich mich mit Maske bequem auf den Sitz, der eigentlich für Gehbehinderte vorgesehen ist, immer im Blick die digitale Stationsvorschau. Es geht nach Friedrichsfelde. Nun gilt es, die Wohnung in Friedrichsfelde aufzulösen und zu bereinigen. Die Möbel habe ich bereits im Vorfeld mit ihr gemeinsam kleingehauen und portionsgerecht für den Sperrmüll bereitgestellt. Heute fahre ich wegen des Kellers zu ihrer Wohnung. Oje, der Keller, ein ungeliebtes Hauskind. Bis oben hin stapeln sich die Kartons. Alles muss durchgesehen und sortiert werden. Kaum hatte ich den Seufzer ins Tal laufen lassen, kremple ich meine Ärmel hoch und beginne mit der Spitze des Kartonberges. Viel Kitsch, Pappe und Papier sowie viele Kleinteile aus Plastik. Ich zögere nicht lange, es geht wie am Fließband. Sachen, wo ich mir nicht sicher bin, sortiere ich in eine Extratüte. Rolf war bis oben hin voll und der Kellerberg machte keine Anstalten, mir entgegenzukommen. Ganze 18 Mal kurve ich nach Friedrichsfelde. Dann endlich Licht am Horizont. Der Keller braucht nur noch durchgefegt werden. Bevor ich aber wieder nach Hause fahre, mache ich es mir auf einem Hocker auf dem verglasten Balkon gemütlich und genieße das Stadtpanorama Berlins vom 10. Stock aus. Berlin hat sich verändert. Die Aussicht ist zwar toll, aber der Straßenlärm von der Bundesstraße ist störend. Da lieb ich mir meinen Rabenkiez in Marzahn. Auch wenn meine Wohnung keinen Balkon hat, so ist es doch sehr schön grün bei mir. Wenn die blutrote Sonne hinter den Hochhäusern den neuen Tag einleitet, trinke ich den ersten Kaffee und beobachte das Naturschauspiel in aller Ruhe. Nur noch einmal fahre ich nach Friedrichsfelde, dann ist es geschafft. Die Wohnung wird erfolgreich übergeben. Und Claudia kann sich endgültig bei ihrem Schatz niederlassen. Zufrieden und glücklich im Wissen, liebevollen Menschen in meinem Umfeld geholfen zu haben, beginnt ein neuer Tag für mich.